Herzlich willkommen zu unserem heutigen KeyQuant Live Talk mit unserem Gast Michael Riedl, Boentherapeut. Wenn eine Pause das wichtigste Element der Therapie ist, kann es dann zu einer Heilung im Bewegungsapparat kommen? Welchen Stellenwert haben die Faszien in unserem Körper? Und kann ich Boen auch an mir selber anwenden? Ist es möglich mit dieser sanften Methode? Welchen Stellenwert kann auch KeyQuant in der Kombination mit Boen haben? Dieses und viele weitere Themen und Fragen werden wir heute in unserem KeyQuant Live Talk mit Michael Riedl behandeln. Denke auch daran, den Kanal zu abonnieren und uns ein Like zu hinterlassen. Und natürlich kannst du auch heute wieder deine Fragen live in den Chat schreiben, die Michael während der Sendung beantworten wird. Solltest du dir die Aufzeichnung ansehen, dann hinterlass uns bitte gerne einen Kommentar. Wir werden auch deine Kommentare beantworten. Wir haben auch dieses Mal wieder unseren Gast davor bei sich zu Hause in seiner Praxis besucht. Michael Riedl hat seine Praxis in Pasching in Oberösterreich. Hallo, mein Name ist Michael Riedl, ich bin 45, habe zwei Töchter und lebe gemeinsam mit meiner Lebensgefährtin der Gudrun im Bezirk Linzland in Pucking. Da in Pasching habe ich meine Praxis und in dieser Praxis, ja, mir liegen die Menschen sehr am Herzen, habe ich ein paar wunderschöne Methoden, die ich hier kombiniere. Und eigentlich die wichtigste, die ich euch heute vorstellen möchte, ist die Boentechnik. Die Boentechnik selbst, was ist das, woher kommt die? Die klingt so komisch. Boen, das war der Tom Boen, heißt der. Das ist ein Australier, der hat diese Technik entwickelt. Und das ist eine ganz, ganz schöne Technik. Sie ist ganz anders als alles, was man bisher kennt. Es ist nicht so wie eine Massage, es ist sehr ähnlich, ist aber enorm entspannend. Was passiert, wie funktioniert sie? Prinzipiell heißen tut sie dynamische Bindegewebs- und Faszientechnik. Was ist das? Das ist Griffe, massageartige Griffe, sage ich mal, die man beim Muskel macht, Muskelbäuche, Muskelansätze, Sehnen und Bänder. Ja? Und das Spezielle jetzt bei dieser Technik ist jetzt im Gegensatz zu einer Massage, Boen, da gibt es übrigens über 200 Griffe, also je nach Thema, die es halt gibt, ja, das man behandeln möchte. Das Spezielle ist das, zwischen den Griffen ist Pause. Ja, das heißt, manchmal sind es zwei Griffe, manchmal sind es vier Griffe, manchmal sind es acht Griffe und da sind zwischen zwei und drei Minuten Pause. Und warum die Pause? Was macht die? Warum ist die wichtig? Und zwar folgendes, in dieser Pause passiert schon ein Prozess, und zwar wird dieser Selbstheilungsprozess quasi gestartet. Ja? Das heißt, ich gebe einen Impuls auf einen Muskel und dieser Muskel kommuniziert mit dem Gehirn. Ja? Und in dem Moment beginnt quasi der Körper schon zu arbeiten. Manchmal ist es so, dass die Leute, wenn sie auf der Liege liegen entsprechend, schon einen Impuls spüren. Manche bekommen mit, dass irgendwie ein Fließen anfängt. Ja? Es fängt ja alles Entspannen an. Ja? Und das ist einfach die Riesenstärke von Boen. Ja? Zum Beispiel eine wichtige Unterscheidung zur Massage. Massage ist der, bei der Massage natürlich, ja, werden viele Impulse gesetzt, der Rücken zum Beispiel wird massiert und alles geht auf und wird weich. Das ist richtig. Nur das Thema ist das, unser Kopf versteht nicht wieso. Und das ist die Stärke vom Boen. Wenn der Körper, wenn dieser Klientin, der jetzt ein, zwei, dreimal, viermal Boen kommt, ja, dann wird sein Kopf wieder verstehen, wie er Dinge repariert. Das heißt, der lernt wieder, wie er sich selbst repariert. Und das ist voll schön, weil der kann die Dinge viel, viel schneller reparieren und er ist einfach gesund. Ja? Und dann, wenn es quasi das grobe Thema erledigt ist, ja? Wenn er bei mir jetzt mal, keine Ahnung, vier, fünf Mal meistens reicht aus, um die akuten Themen wegzuschieben, dass wieder ein Wohlbefinden einkehrt, dann ist die Sache erledigt. Ja? Dann ist es gut, sag, okay, vielleicht einmal im Monat mal kommen, auf ein bisschen Wellness, wieder alles quasi in Balance bringen, dass der Körper wieder seine Kraft hat. Ja? Und das ist einfach das Wunderschöne, was man mit Boen machen kann. Herzlich willkommen, lieber Michael. Schön, dass du heute bei uns im KeyQuant Live Talk bist. Hallo Corinna, danke für die Einladung. Du hast ja gerade in dem Video erzählt, bei deiner Technik, bei der Boentechnik,
nutzt der Kopf die Pause und lernt, sich wieder selber zu reparieren. Jetzt fragt sich mein Kopf, wie geht denn das? Wie kann denn der Kopf diese Pause nutzen? Was passiert in dieser Zwischenzeit? Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage und wahrscheinlich für viele andere noch sehr spannend, weil wie kann denn das funktionieren? Ich mache einen Impuls und es gibt Pause und da tut sie was. Ja, das Geheimnis dahinter sind unsere Faszien. Die Faszien, ich weiß nicht, wie weit das schon für alle ein Begriff ist, sind wie ein riesen Netzwerk in unserem Körper, das alles mit allem miteinander verbindet. Ja? Man sieht ja auch jetzt in der Grafik zum Beispiel, die ist in der Anatomie. Diese weißen Felder zum Beispiel, ja, das sind große Faszienfelder. Ja? Die sind ganz, ganz wichtig. Ja? Und das Spannende ist zum Beispiel bei der Bowen-Technik, man sieht es ja auch hier in der Abbildung, im Kreuzbereich, ja, da wo die meisten Schmerzen meistens anfangen, ja, wo viele quasi schon mit Kreuzschmerzen zu mir kommen, ist das Thema, dort beginnt sogar die Anwendung in den meisten Fällen. Ja. Das heißt, da gibt es einen Griff, der nennt sich Stopper, ja. Prinzipiell ist es der Starter, kann man sagen, und dort über dieses Faszienfeld rennt ganz viel Information. Dort quasi gebe ich den Impuls, damit die Dinge angestartet werden können. Ja. Und die Pause ist deswegen so interessant und wichtig, weil da starte ich nur mit ein, zwei Griffen und dann ist die erste Pause. Ja. Und die ist wichtig, ja, weil in dieser Pause quasi kommuniziert der Muskel, ja, über die Faszien mit dem Gehirn und regt prinzipiell schon die erste Veränderung an. Ja. So wie ich es auch im Video kurz erklärt habe, dort beginnt das Erste zu ziehen, zu arbeiten, manche Spinnen fließen. Ja. Das heißt, es kommt etwas in Fluss, ja, und reicht oft ein Impuls. Ja. Und dieser Impuls ist quasi in dem Fall der Startimpuls. Ja. Und unser Körper ist quasi überall mit Faszien verbunden. Das heißt, zwischen jedem Muskel, zwischen jedem Knochen, zwischen allen Organen sind die Faszien. Ja. Das heißt, dieses Netzwerk, theoretisch unser Körper könnte nicht einmal aufrecht stehen ohne den Faszien, ja, weil es einfach alles mit allem miteinander verbindet. Ja. Und so kann man prinzipiell sehr, sehr gut die Selbstheilung quasi ansprechen und anregen, damit das Ganze wieder in den Fluss kommt. Ja. Und das ist das Spezielle an Bauern. Ja. Wir haben ja auch vorhin davon gesprochen, dass es eine Form der Massageanwendung ist und viele von uns können sich wahrscheinlich unter einer normalen, klassischen Massage etwas vorstellen. Was ist denn hier der Unterschied in der Bowen-Technik? Ja, wie man es hier vielleicht kurz im Video auch schon sieht, bei der Massage werden sehr, sehr viele Impulse gegeben, es ist sehr viel Hautkontakt, das heißt, es ist natürlich sehr, sehr angenehm für den Menschen. Aber in dem Fall ist es viel zu viel. Ich möchte, oder was Bowen kann und tut, ist einfach über ganz spezielle Griffe, ja, über Muskel, Muskelansätze, Muskelbäuche, Sehnen oder Bänder, werden Impulse gesetzt. Ja. Je nach Thema, je nachdem, worum es hier geht, werden entsprechende Impulse gesetzt, sei es jetzt ein Kniebereich, ja, wo zum Beispiel sehr, sehr viel an Sehnen und Bänder zusammenkommen, kann man hier entsprechend einen Trigger setzen. Dieser Trigger wirkt dann entsprechend und geht auf, je nachdem, wo die Ursache daher ist, auf diesen Muskel und das dahinterliegende Themen. Ja, das heißt, manchmal ist es sehr spannend, da kann ein Griff zum Beispiel auf dem Knie, kann Themen in der Schulter reparieren, ja, weil da gibt es Verbindungen. Ja. Wir haben da intern, quasi in unserem Körper, in unserem Fasziennetz, gibt es sehr, sehr spannende Verbindungen, die ich sozusagen mit dieser Technik ansprechen kann. Ja. Ich habe es kurz im Video schon erklärt, es gibt über 200 Griffe. Das heißt, je nach Thema, je nachdem, was daherkommt, kann man das entsprechend bearbeiten. Ja. Ja. Total interessant. Du hast jetzt schon einiges über Knochen gesprochen, über Muskeln, über Faszien. Wie ist denn das, wenn ich mit einem Organthema zu dir komme, zum Beispiel Magen? Okay. Ja. Kannst du auch Organe behandeln? Ja, und zwar ist es voll spannend und voll schön. Das war ich auch mein Zugang zum Bowen, wie ich zu dieser Technik gekommen bin. Und zwar, da ging es meinem Vater, der war über 70 zu dem Zeitpunkt und hat über Jahre hinweg mit Magen-Darm-Themen zu tun gehabt. Und es hat irgendwie keine richtige Therapieform, hat irgendwo gewirkt. Okay, man hat gewusst, es gibt irgendwelche Unverträglichkeiten, aber die Ursache dahinter, was da dahinter steht und warum das nicht repariert wird, hat man nicht rausgefunden. Dann ist er zum Bowen gegangen und es hat gleich zwei, drei Sitzungen gebraucht und es hat sich nachhaltig verbessert.
Ja, und dann habe ich gefragt, wie geht das? Ja, okay, Faszien und Muskeln macht Sinn, ja, Entspannung, kann ich mir vorstellen, aber Organe, okay, das war dann für mich so der Auslöser, das schaue ich mir jetzt an und habe die Ausbildung zum Bauern begonnen. Ja. Und dann ist es eigentlich ist es klar geworden, ja, weil was steht dahinter? Ja? In meinem Körper, wir haben überall Verbindungen über die Faszien. Ja? Die sind ja auch zwischen den Organen, zwischen Muskeln und Knochen, so wie ich es vorher schon erwähnt habe. Und dadurch kann ich quasi über die Griffe, über die Technik, kann entsprechend auch rein zu den Organen quasi arbeiten. Ich kann Impulse geben. Es gibt da eigene Griffe für die Galle, für die Leber, für Darmthemen, ja? Für die Atmung. Ja, also Lungenthemen. Also es gibt da einfach, das sind dann spezielle Grifffolgen, die man dann in der Anwendung entsprechend einbaut und kombinieren kann, damit man auf diese Organe auch quasi zugreifen kann und diese entsprechend in der Heilung unterstützen kann. Ja. Was sind denn so die häufigsten Themen, mit denen deine Klienten zu dir kommen? Und was sind so die ersten Erfolge nach der ersten Anwendung, die sie gleich verspüren? Mhm. Das ist recht spannend. Natürlich so der Klassiker, die ganzen Volkskrankheiten wie ihr habt Rückenschmerzen, Kreuzweh, Knieschmerzen, Schulterweh, ich habe Migräne, ja, ich habe Allergie. Ja. Also die Leute kommen da also mit Geschichten, wo du denkst, okay, das klingt jetzt spannend. Und da kann ich mich zum Glück aufgrund der Technik wirklich zurücklehnen und sagen, ich bin so froh, dass ich dieses Bowen gefunden habe, weil das einfach eine Technik ist, die extrem ganzheitlich ist. Und jetzt nicht wirklich nur auf einen kleinen Punkt hinarbeitet. Ja. Heißt, da so eine Basisanwendung zum Beispiel schaut so aus, da werden einfach quasi der obere Rücken, der untere Rücken und der Nacken bearbeitet. Und allein diese Anwendung ist schon so wohltuend und kann schon so viel quasi in Reparatur bringen, wo einfach dann der Mensch hinten auch in ein Gefühl rausgeht, wo er sagt, unglaublich schön. Ja. Es ist oft bei mir in der Praxis, die Leute glauben es nicht, weil es ist ja auch eine sehr sanfte Therapie, ja, weil bei mir ist es so, so wie ich auch sage, sanfte Griffe, große Wirkung. Es ist wirklich so. Ja. Ich arbeite quasi auf den Faszien, ja, und das sind sanfte, wirklich rollende Bewegungen. Ja. Die sind nicht fest, ja, das brauchen sie nicht sein. Ja. Ich arbeite auf den ersten zwei Faszienschichten, ja, nicht so wie zum Beispiel so eine Faszienrolle, die man kennt. Ja. Die tut meistens sehr weh. Ja. Das ist auch der Unterschied ist der, die geht ganz tief rein. Ja. Das heißt, die geht ganz tief ins System und darum tut das so weh. Ja. Das ist beim Bowen ganz anders. Ja. Beim Bowen ist es so, es sind sanfte Griffe, ja, und dann einfach diese Setting, diese Umgebung, die es dann bei mir in der Praxis gibt, der liegt halt da, ja, es kommen Griffe, dann ist die Pause, ja, es kommen wieder Griffe. Ja. Ganz oft passiert, dass der Mensch, der dann da ist, einschläft. Ja. Meistens nicht beim ersten Mal, weil da ist es noch spannend, ja, weil wo kommt er, was macht er jetzt, wo greift er jetzt hin, wo greift er, was tut er, ja, wo ist der nächste Griff. Ja. Aber ansonsten meistens die erste Reaktion von einer Anwendung ist die, dass die Menschen sich einfach mal entspannen, mhm, ja, zur Ruhe kommen. Und oft ist es auch so, der eine kommt mit Knieschmerzen her und plötzlich ist es weniger oder weg. Ja. Also da gibt es so kleine Erfolge, die meistens sofort spürbar sind. Ja. Und das eigentlich nur aufgrund dessen, dass ich sage, okay, ich gebe einen Impuls, ja, und kann sein System so anstarten, dass sich was verändern kann. Und das geht innerhalb von Minuten teilweise. Ja. Das ist einfach voll genial und ja, unglaublich effektiv. Das heißt, es ist ein gutes Zeichen, wenn deine Klienten einschlafen, weil der Körper in die Regeneration geht. Ja, total. Vor allem, es ist dann schön, weil sie dann loslassen, ja, und sie auch darauf einlassen. Ja, weil es ist ja wirklich speziell, ja, weil es ist nicht so, dass ich ständig im Hautkontakt bin, ja, und da Griffe spüre. Ja. Es ist wirklich einfach, er kriegt einen Impuls, ich gebe einen Impuls und der kann das quasi auf sich wirken lassen. Und da ist dann oft spannend, manche spüren so, jetzt fängt was zum Fließen, mhm, irgendwas prickelt, ja. Plötzlich fängt irgendwas zum Zirgen an, ja, ein Schmerz geht weg. Ja. Also solche wunderbaren Dinge können da passieren. Ja. Also wenn ich das richtig verstanden habe, es ist unabhängig, ob ich etwas Akutes habe, ja, einen akuten Schmerz im Knie oder im Knöchel oder etwas Chronisches, wie zum Beispiel eine Allergie. Du kannst auf vielen verschiedenen Ebenen wirken. Und es ist wahrscheinlich auch dann abhängig vom Klienten selbst, wie oft man dann zu dir kommen muss. Da ist es meistens so, prinzipiell gibt es, dadurch so viele Griffe gibt, gibt es eigentlich kein Thema, das man nicht ansprechen kann. Aber so wie du richtig sagst, akute Themen ist prinzipiell die einfachste Aufgabe jetzt für eine Bowen-Session, weil wenn der jetzt was kommt, der hat sich vielleicht vor zwei Tagen verletzt, ja, kann ich einfach durch diesen Impuls, den ich ihm geben kann, sehr, sehr schnell quasi die Selbstheilung anregen, die er braucht, damit das Ganze jetzt quasi
wieder gesund wird, das, was in Heilung gehen soll. Ja. Das heißt, akute Themen sind meistens nach 2, 3, vielleicht 4 Terminen erledigt, ja, weil es einfach geht. Also meistens. Ja. Bei chronischen Themen ist es halt so, da kommt es halt dann stark davon an, wie viele Energiereserven sind da, kann der Mensch quasi in seiner Situation noch momentan beitragen, damit Dinge sich verändern dürfen. Ja. Prinzipiell gibt es keine Limit. Ja. Prinzipiell gibt es auch bei 80 plus ja, gehen Dinge, wo du glaubst, das gibt es nicht. Ja. Und es ist halt chronisch, heißt halt dann auch meistens, es kommt ja auch nicht von heute auf morgen, sondern die Dinge sind dann meistens so ab 6 Monaten, manchmal her Geschichten, die sind okay, der hat das seit 25 Jahren, okay. Ja. Ich bin kein Wunderheiler, ja, aber es gibt Dinge, die kann der Körper reparieren. Ja. Und er tut es auch. Ja. Er braucht halt dann länger. Ja. Das heißt, wenn wir bei chronischen Themen sind, kann es halt schon sein, okay, ich brauche vielleicht 10 Termine. Ja. Dann muss man wird sehen, aber es gibt einfach Dinge, wo ich sage, so schöne Sachen, wo dann einfach die Leute rausgehen und sagen, ja, es hat einfach gut getan, es hat sich was verändert. Ja. Ich fühle mich einfach wohler. Ja. Und das ist dann oft dann so, wenn sie mit diesem Gefühl rausgehen, dann tut sich schon was und verändert sich was. Ja. Und dann ist einfach ja, der nächste Bowen-Termin, ja, der kommt einfach, ja, weil es passt, ja, und es fühlt sich einfach gut an. Ja. Das heißt, du setzt dir den Impuls und der Körper heilt sich selbst. Das ist ja genau der Unterschied. Ja, der Körper regeneriert sich selber und das darf auch der Körper selber entscheiden. Ganz genau, ganz genau. Es ist auch spannend, weil oft kommen die Leute und sagen, okay, ich habe Knieprobleme und kommen deswegen. Über Schlafprobleme haben sie gar nicht gesprochen zum Beispiel, ja, oder dass sie vielleicht irgendwelche Übersäuerungen haben. Und dann beim nächsten Mal erzählen sie mir, es war so gut, hat sich so viel verändert und es ist aber anders. Ja. Dann meistens erfahrt er in der zweiten oder dritten Sitzung, aha, da war noch dieses und jenes Thema, hat er gar nicht erwähnt zum Beispiel. Ja. Also solche Dinge passieren natürlich. Ja. Und das ist halt das Schöne, wenn ich sage, bei der Bowen-Technik, dadurch der ganze Körper angesprochen wird, der Körper entscheidet, was wird jetzt repariert. Ja. Und im Normalfall tut er. Ja. Und das tut er echt sehr schön und sehr effizient. Ja. Das Tolle an dieser Technik. Ja. Kann ich das auch oder kannst du mir was zeigen, dass ich leicht und einfach zu Hause anwenden kann? Ja, prinzipiell kann man das machen. Wir könnten jetzt vielleicht eine kleine Übung machen. Und zwar gibt es es verbreitet unter Karpaltunnelsyndrom zum Beispiel, ja, oder auch bei sehnentscheidenden Themen, ja, gibt es Griffe, die würde ich jetzt auch einfach bei dir herzeigen. Ja, wo quasi, vielleicht kann man das auch sehen, ja, wenn wir so ein bisschen halten. Ja. Das heißt, ich gehe hier über den Unterarm, mache so leichte Griffe, wo ich einfach dem Unterarm entlang die Unterarmmuskulatur entsprechend aufmache. Ja. Das heißt, ich öffne hier einfach die Muskulatur, ja, und das mache ich beidseitig. Ja. Beginnen durch den Nabel mit der linken Seite oder mit der schmerzfreien Seite. Ja. Du arbeitest auf beiden Seiten, also ja, nicht nur auf der Schmerzseite. Genau, im Normalfall auf beiden, weil einfach dann das System quasi in seine Mitte kommt, wieder in Balance. Und die zweite Seite quasi einfach die andere Seite unterstützt. Ja. Und wenn du möchtest, kannst du es jetzt auch bei mir machen. Gerne. Also, wenn ich darf, an, genau. Wenn ich dich behandeln darf. Natürlich. Kann ich hier irgendetwas falsch machen? Prinzipiell kannst du da nichts falsch machen. Natürlich, also du solltest also Bowen lernen, wenn du das anwenden möchtest. Ja. Das ist jetzt nur ein kleiner Tipp für den Hausgebrauch. Ja. Falls man akute Sehnenentzündung hat oder ein Karpaltthema hat, kann man es machen. Faszien sind an sich sehr verzeihend. Ja. Und die Anwendungsmethode selbst ist ja auch sehr sanft. Ja. Das heißt, das, was hier passiert, also sie spüren es jetzt natürlich nicht, aber das ist alles sehr, sehr sanft. Ja. Da passiert nicht viel. Da kann man nicht sehr viel falsch machen, aber es reicht, um quasi den Körper zu aktivieren, damit er die Dinge jetzt in dem Bereich quasi ansteuert zu reparieren. Mhm. Ja. Was man haben kann natürlich, was eine Reaktion sein Nebenwirkungen. Kann. Genau, Nebenwirkungen ist immer die häufigste Frage. Es kann was sein, natürlich. Nebenwirkungen im Sinne von, der Körper reagiert. Ja. Das heißt, eine Reaktion kann sein, ein Schmerz. Ja. Dass quasi nach einer Bowen-Anwendung, dass der Körper kurz, die 24 Stunden nach einer Anwendung sind die entscheidenden. Ja. Dort tut sich sehr viel. Ja. Das heißt, es kann sein, eine mögliche Reaktionsform ist ein Schmerz. Das heißt, das System ist so akut und effektiv am Arbeiten, dass es etwas, was jetzt quasi nicht gesund ist, reparieren möchte. Und das tut manchmal weh. Ja. Das heißt,
man nicht so, man nennt es einen Regulationsschmerz. Ja? Das heißt, es kann schmerzen, aber dieser Schmerz ist im Normalfall nach den 24 Stunden weg oder wesentlich besser. Das ist eine mögliche Reaktion. Eine zweite mögliche Reaktion ist, dass derjenige einen Muskelkater bekommt. Ja, das heißt, nach so einer Anwendung, ja, sind quasi die Aufgabe, die ich den Muskeln stelle, ist, sich zu entspannen, zu entkrampfen. Ja. Das ist viel Arbeit für den Körper und kann darin enden, dass ein Muskelkater rauskommt. Die dritte und die an sich häufigste Reaktion ist aber eigentlich Müdigkeit. Ja. Das heißt, diese Impulse, die ich dem Körper gebe, ja, werden verarbeitet und das heißt dann für mich manchmal, dass ich einfach nur müde bin, ja, müder als sonst. Ja. Das sind so die möglichen Nebenwirkungen. Ja. Also ich kann dir nichts kaputt machen, was nicht dein Körper entscheidet, dass jetzt kaputt werden soll. Ja. Also das kann ich dich beruhigen, das kann eigentlich nichts passieren. Und jetzt machen wir dann vielleicht nur die Anwendung fertig. Ja. Das heißt, der erste Teil war jetzt quasi das Öffnen der Muskeln und der zweite Teil ist jetzt quasi das Schließen. Ja. Das heißt, ich mache dazu und jetzt drückst du bitte noch meine Hand. Genau. Dann machen wir die zweite Seite. Und auch hier die Hand drücken. Genau, das ist quasi die Karpaltunnel-Anwendung. Ja. Karpaltunnel, wofür? Was mache ich? Das ist zum Beispiel dieses Thema ist oft bei Kellnern haben das Thema oder auch bei viel Computerarbeit kann es das passieren, dass eben dieser Karpaltunnel sich verengt, dass es das einfach Schmerzen gibt. Dann kann man das mit dieser Grifffolge zum Beispiel bearbeiten. Ja. Das ist jetzt nur ein Beispiel, wo ich sage, okay, das kann man jetzt einfach herzeigen. Weil ansonsten ja, müsste ich da sonst herlegen auf den Tisch und könnte dich natürlich bauen. Ja. Aber das ist, glaube ich, nicht da. Im nächsten Live-Talk dann. Genau. Vielen Dank, lieber Michael. Gerne. Wie in jedem Kikwand Live-Talk hat auch heute wieder unser Gast ein Special mitgebracht für euch. Lieber Michael, was ist denn dein Geschenk für unsere Gäste, für unsere Zuschauer? Ja, ich habe mir was überlegt und zwar können wir nächsten Montag einen kleinen Online-Workshop machen. Ja? Und da wird das Thema Nackenentspannung sein. Und was dieser Tennisball da für eine Rolle dabei spielt, werde ich euch dann zeigen. Ja? Das ist ein ganz, ganz simples, aber extrem effektives Tool. Und wofür das steht, das werden dann die erfahren, die sich nach diesem Live-Talk melden bei mir. Ich freue mich schon darauf und wenn auch du Interesse hast, dann melde dich an. Die E-Mail-Adresse findest du unten in der Videobeschreibung von Michael. Schreib einfach in den Betreff Bohren hinein und es ist bereits nächsten Montag am 24. Oktober um 18.30 Uhr. Bin schon sehr neugierig darauf. Ja, lieber Heli, jetzt kommen wir zu unserer ersten Chatrunde. Gibt es bereits Live-Fragen in unserem Chat? Ja, liebe Corinna, grüß dich hier aus dem Studio. Es gibt eine Frage und zwar fragt unser lieber Klaus Dorner, der ja normalerweise meinen Job hier macht. Und er fragt nach, ob das auch bei Tieren funktioniert. Hast du Tiere als Klienten? Ja, es ist wirklich so, Bowen und die Bowen-Technik wirkt auch bei Tieren. Ich selbst habe die Zusatzausbildung für Hunde und Katzen gemacht und Kleintiere. Und ja, es ist tatsächlich so, man kann Tiere behandeln. Es ist das Grundprinzip sehr ähnlich, also es ist ähnlich, es ist gleich. Ja? Das heißt, es werden auch dort entsprechend bei den Muskeln und Sehnen diese Griffe gesetzt. Der wesentliche Unterschied ist der, diese Griffe sind noch viel, viel sanfter. Ja? Das ist wirklich so wie nur ein ganz minimal in Kontakt treten. Ja? Das ist wirklich wie wenn ich sage, ich berühre nur die Haut und mache dann den Griff. Ja? Die Tiere sind da noch viel, viel sensibler als Menschen. Und das, was spannend ist bei den Tieren, ist das, die Wirkungsweise, man sieht sie völlig. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt einen Hund behandle zum Beispiel, der kippt weg. Ja? Der ist quasi, auch wenn es der größte und schärfste Dobermann ist, ja? Sobald die Griffe ihre Wirkung zeigen, und das sieht man sofort, wird er ganz, ganz ruhig.
und geht quasi in ein Stadion, wo man kann direkt den Hunden zuschauen, was passiert da jetzt. Sie können es nicht ganz zuordnen und lassen die Griffe arbeiten. Also da gibt es ganz, ganz tolle Geschichten auch, wie man auch ältere und jüngere Hunde wieder unterstützen kann, dass sie wieder quasi in Form kommen, wieder ihre Freude kriegen. Also ist, ja, lieber Klaus, definitiv, es gibt auch Bohnen für Hunde, ja, und Katzen. Also wobei Katzen, die lassen sich nicht sehr gern behandeln, weil die sind eher, die lassen einen Griff machen und dann sind sie, was ist das, genau. Okay. Danke für deine Frage, lieber Klaus. Ja, hier gibt es noch eine Frage von Umbo. Umbo fragt, wie lange dauert eine Bohnenbehandlung? Ja, und zwar im Normalfall dauert so eine Bohnenanwendung eine Stunde. Das läuft bei mir meistens so ab, der Klient kommt zu mir in die Praxis, wir machen ein Anamnesegespräch und dann quasi rein die Bohnenanwendung selbst dauert zwischen einer halben Stunde und einer Dreiviertelstunde. Je nachdem, welches Themen es gibt, wird das dann entsprechend kombiniert. Ja. Also es gibt ein Beispiel, zum Beispiel für die kürzeste Anwendung, die es gibt, das ist prinzipiell ein Griff. Das ist beim Thema Hämorrhoid. Ja. Es ist ganz spannend. Also es kann extrem schnell sein, aber im Normalfall reden wir von, also rein die Bowen-Anwendung selbst dauert meistens so an 45 Minuten herum. Ja. Und wirkt halt, wie gesagt, sehr, sehr entspannend und sehr, sehr beruhigend und ganzheitlich fürs System. Ja, danke für die Antwort. Unser Klaus war sehr umtriebig hier im Chat. Der will auch noch wissen, ob man die Bohnentherapie mit anderen Therapien kombinieren kann. Ja, da ist es so an sich, was man nicht tun soll, ist im Sinne von, wenn ich jetzt eine Bohnenanwendung bekommen habe, sollte man jetzt nicht speziell in den nächsten 24 Stunden eine andere Therapieform nutzen, ja, weil es ist komplett kontraproduktiv, weil ich gebe dem Körper sozusagen eine Aufgabe, ich gebe ihm Impulse, Dinge zu reparieren und dann quasi gebe ich ihm weitere Impulse, die stören könnten. Ja. Das heißt, das wäre eigentlich kontraproduktiv, das würde nicht unterstützen. Ja. Was ich zum Beispiel in der Praxis schon öfter gemacht habe, was eine sehr gute Kombination ist, zum Beispiel, wenn jemand eine Physiotherapie gehabt hat, sprich, wo es darum geht, die Funktionalität wiederherzustellen und dann hinten nach, also nicht direkt, aber vielleicht mit einem Tag Pause dazwischen, eine Bowen-Anwendung macht. Da habe ich zum Beispiel sehr, sehr schöne Erfolge in der Praxis gehabt, wo einfach dann sozusagen der Physiotherapeut dann auch sozusagen davon profitiert hat, weil durchs Bowen habe ich ihm quasi Spannung aus dem System genommen des Klienten, wo einfach der Physio dann hinten nach wieder leichter arbeiten kann. Ja? Weil der Physio ist meistens damit beschäftigt, zu sagen, okay, ich muss ja dem seine Funktionalität wiederherstellen. Ja? Das heißt, irgendwelche Unfälle, die er gehabt hat, wo ein Knie schwer verletzt ist, eine Schulter, sonstiges, dann ist es natürlich gut, wenn der Rest des Körpers quasi gut in seiner Mitte ist, gut entspannt ist, damit er da leichter weiterarbeiten kann. Ja? Also von dem her gibt es sehr gute Kombinationen, was man eher nicht tun sollte oder besten gar nicht, ist quasi nach einer Bohren direkt hinten nach eine weitere Therapieform zu nutzen. Das wäre als kontraproduktiv. Gut, danke für diese ausführliche Antwort. Es gibt noch eine Frage von David Bell. Wie ist das mit Babys und älteren Menschen? Und ich möchte hier aber auch den Roland Dirnsdorfer erwähnen, der hier ganz toll schon Antworten gibt. Mal schauen, ob sie mit denen übereinstimmen. Es dürfte ein Kollege von dir sein. Okay. Ja, natürlich gibt es auch für alte und junge Griffe sowieso. Das Spezielle ist natürlich Babys. Da sind wir quasi in einem Stadium, wo ganz, ganz zarte Körper, da braucht es keine Dreiviertelstunde. Ja, da geht es darum, einzelne Griffe zu setzen. Also sehr oft kommt vor bei Babys natürlich, wenn sie jetzt quasi in dem Alter sind, wo sie viel am Bauch liegen, ja, wo sie quasi den Kopf heben, sind natürlich das Thema Nackenverspannung. Ist ein Riesenthema bei Babys, ja, weil sie natürlich nur liegen können, Kopf heben, das gibt extreme Verspannungen. Ja. Da ist es zum Beispiel ein leichtes und ein schönes Halten, einfach diese Griffe zu setzen, damit sie das Baby gut entspannen kann. Ja. Aber bei Babys ist es, wie gesagt, das ist das Reduzierteste, was man machen kann und ganz, ganz zart. Ja. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Ältere Menschen, natürlich, das ist, also es gibt eigentlich keine Limits jetzt vom Alter her nach oben. Ja. Das heißt,
auch bei alten Menschen habe ich schon wunderschöne Geschichten gesehen. Die haben halt, ja, manchmal ist es länger gedauert, ja, dass das Ganze ins Gehen kommt und sich verändert. Aber es gibt da, ich habe auch Kundschaften, die sind 80 plus, ja, wo sich noch einiges verändern kann. Also das ist einfach ja, für jedes Alter sozusagen geeignet. Ja. So, dann ist von meiner Seite hier mal der Chat abgearbeitet. Mal sehen, ob dann in weiterer Folge noch Fragen auftauchen. Wir können weitermachen. Danke Heli und danke an die Zuschauer für eure Fragen. Ihr könnt gerne noch weitere Fragen in den Chat stellen. Wir machen noch eine zweite Runde. Weil es auch ganz gut dazu passt, würde mich jetzt interessieren, es ging ja auch um Kombinationen oder um andere Methoden. Was kombinierst du in deiner Praxis? Ich kombiniere zum Beispiel sehr gern auch ätherische Öle mit rein. Ja. Das heißt, ich verwende gerne ätherische Öle zur Unterstützung einerseits und andererseits auch, um dem Kunden ein Helferlein für zu Hause mitzugeben. Ja. Das heißt, je nachdem, welches Thema dieserjenige hat, gibt es halt entsprechende Öle, mit denen man sehr gut unterstützend arbeiten kann. Ja. Es gibt zum Beispiel ein sehr, sehr gutes Öl, wenn man zum Beispiel Schmerzen gibt, ist Wintergrün. Ja. Wintergrün ist sehr gut schmerzstillend, ist extrem gut entzündungshemmend, kann man sehr, sehr gut kombinieren. Ja. Andererseits zum Beispiel für alle Themen Richtung Muskeln, Sehnen, Bänder, also alles, wo man sich eventuell verletzt hat, kann man sehr gut zum Beispiel mit Zitronengras auch unterstützen und verwenden. Also das sind so meine Helferlein, die ich da gern im Einsatz habe. Ja. Lieber Michael, ich weiß ja von dir, dass du auch andere Sachen noch dazu kombinierst, weil ja du so ein breites und großes Wissen hast. Mhm. Und ich weiß auch, dass es dir ein sehr großes Anliegen ist, dass deine Klienten wieder in ihre Kraft kommen. Und jetzt möchte ich dich fragen, welche Methoden verwendest du denn noch zur Energieregulation? Ja, und zwar habe ich da bei mir in der Praxis die Möglichkeit über eine HRV-Messung. HRV steht für Herzratenvariabilität. Das ist ein medizinisches Gerät, wo ich quasi über ein Einkanal-EKG, man sieht es hier in dem Video, quasi das wird an den Handgelenken befestigt und dann werden 300 Herzschläge aufgezeichnet und anhand dessen kann ich sehr, sehr gut und sehr schnell einen Gesundheitsstatus desjenigen Menschen messen und entsprechende Therapiekonzepte dann mir überlegen und mit dem in Angriff nehmen. Ja. Ich habe die Möglichkeit quasi, man sieht es jetzt auch im Bild, das Vegetativ, um mir quasi sichtbar zu machen. Das heißt, ich sehe hier auch Zusammensetzung von Sympathikus, Parasympathikus, hormonelles System. Ich sehe zum Beispiel, was sehr, sehr wichtig ist, deine Energiereserven, wo wir eigentlich beim Kern der Sache sind, weil es geht oft um das Thema Energie. Wie viel Energie ist da, wie viele Reserven sind da? Wie viel ist da, um etwas zu bewegen, um etwas zu heilen, um etwas zu verändern? Ja? Und da kommen bei mir quasi die nächsten Helferlein sozusagen ins Spiel. Und da habe ich quasi Kiquant. Ja? Kiquant bei mir im Einsatz, in meiner Praxis. Das geht von quasi vom Wassergerät über Regenerationsplatten, über Luftionisatoren, über Therapeutenplatten. Also ich habe bei mir in der Praxis das komplette Spektrum im Einsatz. Und habe damit eigentlich eine sehr, sehr schöne Erfahrung gemacht, wo man einfach unterschiedlichste Möglichkeiten sieht, um Dinge wesentlich zu unterstützen und zu beschleunigen. Ja. Weil so wie ich vorher gesagt habe, das Thema Energiereserven, ja, ist immer so zweischneidig, weil ich kann nichts sozusagen in Heilung bringen, was in Regulation bringen, wo nichts da ist. Ja. Und da bin ich sehr, sehr, sehr dankbar und froh, dass wir diese Tools von Kiquant haben, wo ich dann dem Kunden sozusagen etwas mitgeben kann. Ja, der kann das auch bei mir ausleihen, damit er da quasi entsprechend unterstützen kann. Ja, weil das Thema, was ich immer habe in der Praxis, ist das, er kommt zu mir. Ja, bei mir ist in der Praxis, kann man sagen, energetisch Alcatraz. Ja, das heißt, er kommt in einen komplett störungsfreien Raum rein. Ja, das heißt, es gibt bei mir keine
keine jegliche Art von Belastung, keine Strahlenbelastung. Ja? Das heißt von draußen im Sinne von Elektrosmog, von 3G, 4G, 5G, was weiß ich, welche Techniken draußen am Dumpf schwirren. Ja? Das wird alles bei mir in der Praxis entsprechend konvertiert und ist nicht vorhanden. Ja? Das heißt, er kommt zu mir und dafür gibt es diesen Vitalfeldtransformer. Der macht dieses Feld und konvertiert das entsprechend. Also wenn die Leute bei mir reinkommen, sie merken direkt, da ist ein anderes Klima. Warum ist da anders, fangen wir die meisten. Ja? Ich sage, naja, ich habe da ein bisschen was in der Hand, was ich verwenden kann, was mich unterstützt. Ja? Und das ist das Schöne, weil ich sage, okay, wenn ich das Umfeld entsprechend bearbeite, ja, und verändere, ja, das ist eigentlich genau das, was ich brauche, damit sich etwas verändern kann. Ja? Weil es nutzt mir nichts, wenn der zu mir kommt. Ja? Bei mir hat er quasi all das, was er braucht, ja, damit sein Körper in Regeneration und Regulation gehen kann. Ja? Und dann zu Hause hat er wieder quasi all das nicht. Ja? Sprich, er liegt vielleicht in einem Störfeld, liegt auf einer Rossader, keine Ahnung. Das Handy streut ihn, der Fernseher, Computer, alles läuft. Ja? Das heißt, E-Smog-Belastung sondergleichen. Ja? Da ist natürlich bei mir was anderes. Ja? Das heißt, was ich dann darauf schaue, ist einfach, okay, während du bei mir in der Praxis bist, ja, nimmst du dir für diese Dauer, keine Ahnung, 3-4 Wochen, je nachdem, wie lange wir schätzen, dass es dauern könnte. Ich gebe ihm diese Regenerationsplatte mit zum Beispiel. Ja. Die unterstützt ihn natürlich in seinem Schlaf. Ja. Es entstört seinen Schlafplatz. Ja. Das heißt, er schafft schon mal eine ganz andere Umgebung. Ja. Das heißt, er liegt störungsfrei und zusätzlich, was diese Regenerationsplatte noch schafft, ist, sie schwingt ihn auf Nacht für Nacht. Ja. Das heißt, da wird ein Frequenzfeld quasi erzeugt. In diesem Feld quasi schwingen, werden die Zellen entsprechend mit den Frequenzen Sonnen, Erde, kosmischen Frequenzen aufgeschwungen. Das heißt, er wird Nacht für Nacht quasi kriegt seine Zelle Energie. Ja. Und das ist das, was natürlich einen riesen Unterschied macht. Ja. Wenn er jetzt bei mir natürlich kriegt in der Praxis alles, er kriegt eine volle Ladung Energie. Ja. Und es wird sich was tun. Ja. Nur wenn er dann wieder heimkommt und die Umgebung ist wieder die alte, wird es schwierig. Ja. Natürlich wird es einen Therapieerfolg geben. Ja. Ohne dem leichter und unterstützender ist es natürlich mit den Tools von Kiquant. Ja. Welche Produkte nutzt du hier noch außer der Regenerationsplatte? Also wie gesagt, quasi dieser Vitalfeld-Transformer und die Regenerationsplatte sind die, wo ich sage, die unterstützen extrem gut. Und mein drittes und sehr wichtiges Produkt ist die Bright. Ja. Und zwar ist das diese Platte, also sehe ich auch eingeblendet, sehe ich gerade, ja. Die Bright ist einfach eine Platte, die extrem gut unterstützen kann, jetzt je nachdem, welche Themen wir haben, wo sie extrem gut funktioniert, zum Beispiel die Kombination bei Verletzungen, ja, Brüchen, ja, alles was irgendwie frisch ist, wo Überdehnungen, alles was irgendwo Bewegungsapparat angeht, da gibt es zum Beispiel eine Kombination, die ist Hammer, das ist Zitronengas und die Bright. Das fährt unglaubliches Programm, ja, da habe ich auch Geschichte in der Praxis gehabt, das war spannend. War ein Arzt, ja, der war da, hat einen doppelten Unterschenkelbruch gehabt. Und, ja, er hat die Info gekriegt, naja, bis zu 6 Wochen muss ich schon rechnen, dass das nicht funktionieren wird. Dass er halt Gips kriegt und bis dass sich das verändert. Und er fragt, naja, wollen wir was probieren? Ja, halt, ja, ich habe da einen Therapeuten für zu Hause, ja, die Bright. Ja, halt, nimm dir das mit und probier das aus. Ja. Und das war unglaublich. Es war, der Arzt kommt zu mir, nach 2 Wochen, ohne Krücken, sagt, ich weiß nicht, was das drum kann, aber das Ding ist ein Hammer. Ja. Und genau das ist passiert. Ja. Es ist einfach diese Platte, vielleicht darf ich es kurz beschreiben, was die macht, was an natürlich dieser Platte so speziell ist. Diese Bright-Platte macht ein pulsierendes Feld, ja, und ist dadurch so speziell, sprich, es kann meine Zellen so aktivieren, damit sie viel schneller in Regulation und Regeneration kommen. Ja. Und wenn ich das jetzt kombiniere mit ätherischen Ölen, habe ich natürlich eine Unterstützung, die unglaublich ist. Ja. Ich meine, unser Körper könnte es auch ohne, ja, ist so. Ja. Unser Körper kann ganz viel ohne reparieren. Aber wenn ich den Turbo habe, ja, warum nicht den Turbo benutzen? Ja. Der Turbo ist in dem Fall die Bright, ja, also eindeutig. Ja. Also das sind so Dinge, die mir halt quasi dann in der Praxis passieren, was dann einfach schön ist, damit zu arbeiten. Und wo das du auch viele weitere andere Beispiele aus deiner täglichen Praxis hast. Ganz genau, ja. Und das ist, ja, das funktioniert und tut einfach. Es ist einfach schön und
dass es so einfach gehen kann, ja, weil eben das, man sieht auch, das ist auch relativ kompakt, das Ganze kann man gut auch mitgeben. Da ist zum Beispiel die Anwendungsdauer, da redet man nicht von, ich muss jetzt 2 Stunden drauf sitzen oder das benutzen. Nein, da geht es um 3 bis 5 Minuten, Hand drauf, ätherisches Öl vielleicht zur Kombination, um es noch mehr zu beschleunigen und das Ding pfeift. Ja, also. Super. Lieber Heli, hast du weitere Fragen für uns von den Zusehern? Also ich glaube, dass die Zuseher ganz begeistert sind und dem folgen, was du alles erzählst, und Fragen tauchen im Moment nicht auf. Es kann natürlich leicht sein, dass die Fragen erst im Nachhinein auftauchen, wenn man dieses ganze Wissen mal verarbeitet, das hier von Michael präsentiert wird. Und selbstverständlich könnt ihr auch nach dem Live-Talk, auch das betrifft jene, die nicht live dabei sind, noch Fragen in die Kommentare schreiben. Und wir werden auch nach dem Talk alle Fragen beantworten. Also scheut euch nicht, da hineinzuschreiben, auch wenn es in 1-2 Wochen ist. Ihr bekommt mit Sicherheit eine Antwort darauf. Lieber Michael, du hast jetzt einiges schon über Kiquant erzählt, über die Produkte. Man merkt deine Begeisterung, weil du auch selber gerade sehr viel erzählt hast oder es in deiner Praxis erlebst. Wie bist denn du zu Kiquant gekommen? Was war dein Einstieg? Das war bei mir sehr spannend. Das war bei einer Bohrenausbildung selbst. Da hat dann so eine Dame hat dann zufällig diese Platte hier mitgehabt und hat sie hergezeigt. Und ich habe einfach draufgesetzt. Ich dachte, okay, da tut sie was. Das ist spannend. Da irgendwas hat bei sich zum Kribbeln einfach gesagt, was ist das? Ja, ich habe natürlich nichts von all dem verstanden, was die erzählt hat. Ich dachte, ja, klingt spannend, spürt sie gut an, möchte mal anhören. Und das war dann quasi mein Startpunkt, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe zum Basisseminar und höre mir das mal genauer an, was das alles ist, was das kann. Und das war eigentlich mein Start mit Kiquant. Ja. Also ich habe es gespürt und wollte einfach mehr wissen. Ja. Was liegt da dahinter? Warum tut das so? Ja? Und was ist das? Ja. Deine eigene Erfahrung hat dich überzeugt. Und wenn auch du die Erfahrung machen möchtest und selber spüren, wie die Produkte wirken, dann komm auch du zu unserem Kiquant-Basisseminar und überzeuge dich selbst von der Wirkung. Du wirst hier alle Kiquant-Produkte kennenlernen. Sie werden dir live vorgestellt und natürlich auch alle Anwendungen, die du selber testen darfst während des Seminars. Du kannst erfahren, warum Kiquant so schnell wirkt, warum du in kürzester Zeit deine Akkus, deine Energie wieder aufladen kannst und kannst auch hier live bei HRV-Messungen teilnehmen, wo deine Herzratenvariabilität gemessen wird und du sofort den Vorher- und Nachher-Unterschied siehst mit und ohne Kiquant-Produkte. Du wirst auch erfahren, wie die intelligente Technologie dahinter funktioniert und warum sie so einzigartig und nachhaltig ist. Und kannst dich selber in der Anwendung davon überzeugen, erfährst selber Regeneration und spürst das während des Seminars, indem du die Produkte testest. Auch wie das Kiquant Partnerprogramm funktioniert, wie du einfach und schnell Partner werden kannst, ohne dabei verkaufen zu müssen. Wie immer ist die Teilnahme am Kiquant Basisseminar völlig kostenfrei und gratis für alle, die dabei sind, sowie die Startermappe und der USB-Stick völlig kostenfrei sind. Hier kannst du dir auch nach dem Seminar noch Filme ansehen, weitere Formulare und die ganzen Informationen noch einmal auf dich wirken lassen. Der nächste Termin ist am 12. und 13. November in Altenmarkt in Österreich. Zögere nicht zu lange, dich anzumelden. Wir haben nämlich eine begrenzte Teilnehmerzahl, damit wir wirklich auf jeden und auf alle Anliegen individuell und persönlich eingehen können. Der Anmeldelink und weitere Informationen findest du wie immer in der Videobeschreibung unter dem Video. Wir haben auch noch ein Feedback für dich von einer begeisterten Seminarteilnehmerin. Hallo Verena, du bist heute den ersten Tag hier bei unserem Basisseminar. Du bist am Tag 2 gekommen, weil du ja als Augenärztin gestern noch sehr ausgebucht warst. Wie war das heute für dich, deine ersten Eindrücke? Was ist dir in Erinnerung geblieben? Also es war wirklich sehr spannend, die Kiquant-Produkte kennenzulernen und mehr zu erfahren und da zu schauen, wie kann ich das in meinem Alltag einsetzen.
Was war das Highlight für dich? Was hat dich besonders fasziniert? Da gibt es eigentlich kein bestimmtes Highlight, weil Kikwant mich generell sehr in den Bann gezogen hat, weil jedes Produkt an und für sich seinen Einsatzbereich und sein Gebiet hat, wo man es am besten eben einsetzen kann. Was sind deine ersten Erfahrungen? Also ich habe das, obwohl ich es erst seit kurzem habe und vorher schon ausgeliehen habe, mein Regenerationsset würde ich nie wieder hergeben, das habe ich für mich selber. Und die weiße Brettplatte habe ich meinem Vater geliehen, der Probleme mit dem Großzehengrundgelenk hat und als sehr Ungläubiger eigentlich nach 2-3 Minuten das schon gespürt hat. Und das war mein Highlight, weil ich dann so begeistert war. Und gerade wenn mein Vater das dann sagt, das hilft, dann weiß ich genau, dass es bei den anderen auch hilft. Super, die Wirkung selber spüren, obwohl man nicht daran glaubt. Ja, perfekt. Genau. Wie geht es jetzt weiter für dich nach dem Seminar? Also ich werde jetzt auf jeden Fall das Kikwant in meinen Alltag einbauen. Ich werde auch schauen, dass ich es meinen Patienten sehr gut vermitteln kann. Viele Patienten haben ja mehr Probleme. Die kommen zwar zu mir wegen der Augengeschichten, haben aber sonst im Umfeld oder sie kennen zumindest jemanden, der ein Problem hat, und werde dann versuchen, den Patienten bestmöglich zu beraten, um ihm diese Kikwant-Palette sozusagen vorzustellen. Frau Dr. Verena Meyer ist mittlerweile begeisterte Kikwant-Partnerin und ich freue mich schon sehr darauf, Sie beim nächsten Kikwant Live-Talk am 9. Dezember 2022 um 19 Uhr hier begrüßen zu dürfen. Also sei dabei, aktiviere dir die Glocke, abonniere den Kanal, damit du die nächste Sendung nicht verpasst. Es wird bestimmt wieder sehr interessant, vor allem dadurch, dass sie Augenärztin ist und uns einiges aus ihrer Praxis berichten wird. Lieber Michael, wir sind nun leider schon am Ende. Es war total interessant mit dir. Herzlichen Dank, dass du da warst. Möchtest du den Zuschauern noch ein paar Worte mit nach Hause geben? Danke vielmals für die Einladung. Danke, Corinna. Ja, kann ich nur sagen, bleibt entspannt oder kommt zu mir und seid entspannt. So ist besser. Danke, alles lieber Gute. Michael. Ja. Wie gesagt, alle, die noch Fragen haben, bitte einfach in die Kommentare schreiben. Wir werden sie beantworten. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Freitagabend, ein schönes Wochenende, sage Tschüss und Baba und freue mich auf das nächste, auf den nächsten Live-Talk am 9. Dezember. Tschüss!